Thomas, 710 Pflichtspiele für den FC Bayern München. Erstmal Gratulation, das ist ein Statement und phänomenales Tor. Wie haben Sie hier heute dieses Spiel auch genossen? Ja, in der Nachbetrachtung war es natürlich ein ganz leckeres Spiel für mich persönlich, vor allem natürlich wegen dem Tor. Das macht am meisten Spaß, einfach ein Tor zu schießen. Ein Tor zu schießen, das dem Spiel auch für uns gut tut. Fühlt sich noch ein Stück besser an. Und klar, wenn man dann, ich habe ja gewusst, dass wenn ich zum Einsatz komme und ich hätte selbst auch den Tipp abgegeben, mich auf jeden Fall zu bringen, habe ich gewusst, dass es natürlich das Jubiläumsspiel ist. Aber wer mich kennt, und ich glaube, man kann es auch psychologisch nachvollziehen, so ein Jubiläumsspiel ist nur eine Durchgangsstation. Das ist die Ansammlung der Spiele und da kann man im Nachhinein vielleicht glücklich drüber sein und bin ich auch, dass ich eben das geschafft habe, so lange auf diesem Niveau einfach mithalten zu können. Aber das, wofür man es macht, ist das Gefühl, was da explodiert da in der Birne drin, wenn du so ein Tor machst. Und deswegen war es ein sehr schöner Nachmittag. Ansonsten sportlich. Freiburg ist kein leichter Gegner, weiß jeder. Ich glaube, Freiburg ist immer unangenehm, egal ob auswärts oder zu Hause. Und die arbeiten hart, die arbeiten kompakt, haben uns schwer getan. Und ja, am Ende verdient gewonnen, aber es war jetzt keine Gala-Vorstellung. Also. Du hast ja schon einige Tore gemacht, aber bleibt das Tor auch ganz besonders in Erinnerung, dass man nach der Karriere da noch sehr gerne drauf zurückblickt? Dadurch, dass es jetzt mit diesem Jubiläum zusammengetroffen ist, wird man vielleicht immer mal wieder drüber sprechen. Aber am Ende bleiben eigentlich die Tore in Erinnerung, die nicht im zweiten Spieltag der Bundesliga fallen, sondern wenn es dann laut Louis van Gaal, wenn die Preise verteilt werden Richtung Mai, April, Champions League im Halbfinale. Aber am Ende völlig egal. Machen uns heute einen schönen Sonntag, jetzt ist Länderspielpause. Und du weißt ja auch, du hast auch mal Fußball gespielt, man ist ja immer so gut, wie das letzte Spiel gelaufen ist. Und das habe ich jetzt 2 Wochen lang, also besser hätte es nicht sein können. Der eine oder andere nimmt ja mal einen Ball mit. Jetzt hast du heute, glaube ich, deine Schuhe weggegeben. Warum das? Ja, die Fans haben mich hochgerufen und für die Fans sind jetzt diese Schuhe von mir bei so einem Jubiläumsspiel, glaube ich, viel wichtiger, besonderer als ich. Genie, servus. Ich packe morgen das neue Paar Schuhe aus, da schlupfe ich rein und ich brauche da keine Anpassungszeit. Meinen Holzfuß. Und dementsprechend ist das mir, wie gesagt, ich erzähle euch keinen Käse. Das ist kein wichtiges Gefühl für mich, ein Jubiläumsball, Jubiläumsschuhe, das ist alles hier drin. Hier hat es Spaß gemacht und we hunt for the next one.